Die Potsdamer Plattenbausiedlung Drewitz. Bunte Wohngebäude, umgeben von viel Grün. Großzügige Parkanlagen und viel Platz zum Verweilen prägen das Stadtbild. Das war hier nicht immer so. Wir haben eine große Präsenz von Straßen gehabt und gegenüber Freiflächen, nutzbaren Freiflächen. Und so kamen dann verschiedene Problemlagen zusammen, als wir uns dann angefangen haben, mit diesem Gebiet zu beschäftigen. Zum einen das Soziale, das Wohnungswirtschaftliche, das Städtebauliche und eine fehlende Infrastruktur. Diese Probleme gingen die Initiatoren im Rahmen des 2009 gestarteten Projektes Gartenstadt Drewitz an. Die Hauptverkehrsstraße wurde in einen Park umgewandelt, die Grundschule aufwendig saniert und um ein Begegnungszentrum erweitert. Zur Verbesserung der medizinischen Versorgung entstand ein Ärztehaus. Allein durch die Beobachtung dessen, was man hier erlebt hat, so quasi von einem Tag zum anderen, nachdem die Baustelle dann geöffnet wurde, habe ich ein Bild bekommen, was es heißt, einen sozial gerechten Städtebau zu machen. Also Menschen ein Angebot zu machen, im Grünen zu sein und sich nicht ins Auto setzen zu müssen, irgendwo hinzufahren, sondern das direkt vor der Tür zu haben, weil sie vielleicht auch gar kein Auto haben und das ja nicht machen können. Oder wir hören ja jetzt die Vögel zwitschern, nicht? Also das Erlebnis auf dem Weg zur Schule, Vögel zwitschern zu hören. So, das hatten wir vorher nicht. Und auch wohnungsbaulich tat sich einiges. So wurden Grundrisse an moderne Ansprüche angepasst, Balkone vergrößert und eine größtmögliche Barrierefreiheit geschaffen. Zudem wurden die Wohngebäude mit Hilfe der KfW aufwendig und energieeffizient saniert. Neben der Wärmebedämmung ist auch die Frage, wo kommt die Wärme eigentlich her? Und das heißt, hier haben wir mit integrierten Konzepten mit den Stadtwerken zusammen dann auch uns damit beschäftigt. Und heute ist es eben auch Solarwärme aus einer großen Solarthermieanlage, die die Häuser versorgt. Die Klimaneutralität der rund 1600 kommunalen Wohnungen soll bereits 2025 abgeschlossen sein. Man sollte nie sagen, man ist fertig und vor allen Dingen, man darf nicht aufhören. Wenn man aufhört mit sowas, dann hat man am Ende ein Projekt, was einmal schön war und wo man dann in 20 Jahren wieder von vorne anfängt. Also deswegen weiter an der Beteiligung arbeiten, mit Bürgerinnen und Bürgern weiter gestalten. Und wir haben schon noch den einen oder anderen Platz und auch die eine oder andere Ecke, wo neu gebaut werden soll, umgebaut werden soll, damit es noch lebenswerter wird. Dass die Bewohnerinnen und Bewohner den Weg zur Gartenstadt gerne mitgehen, zeigt auch das lokale Urban Gardening Projekt auf der ehemaligen Wendeschleife der Straßenbahn. Die Gartenstadt Drewitz, ein hoffnungsvoller Ort zum Leben.